Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ja, da vorne sehen wir schon Paradise Falls und hier liegt der tote Yao-Guy noch immer. Ja, er ist immer noch tot, ich habe ihn umgebracht. Für alle Tierschützer unter euch, solltet ihr jemals einem lebenden Yao-Guy begegnen, seid keine Tierschützer mehr. Ja, seid keine mehr, denn das sind böse, 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 böse Bärchen. Das sind nicht die Gummibären. So, wir bleiben aber auf der Waffe. Ich gehe erstmal nach Paradise Falls, damit ich es einfach auch entdeckt habe. Und ich hasse meinen Rechner, weil er ist ein Wood-PC. Weil er rumspackt. Darum. Weil das ist so. Er spackt. Ungemein. Komm her. Ich mach mir nicht mal mehr die Mühe, da was einzusammeln. Da haben wir auch, wie versprochen, Paradise Falls. Ja, darüber. Darüber, 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 darüber. Da hoch, da hoch, da hoch. Ich bin noch. Ach doch, da. Die Karawane ist bei Paradise Falls. Suchen Sie nach etwas Besonderem? Ja, dann karieren wir erstmal ein bisschen was. Meine Neue! Und jetzt bitte, sehen Sie sich meine Sammlung qualitativ hochwertiger Problemlöser an. Du nimmst die und der ist nichts wert so. Dann nimmst du das noch. Guck mir mal, was hast du denn bei da? Nichts, was ich haben will. Da könnte ich mir sogar dran denken. Den Rest hier will ich nicht. Ach, Munition hätte ich mal. Dann. Nö. Brauche ich auch nicht. Das brauche ich womit auch nicht. Was haben wir denn alles? Behalten wir alles? Nimm mein Bier. Wer will schon Bier? Bäh. Ja, das brauche ich später. Nimm mal zwei von der Sorte. Dann nimmst du noch den Whisky, den Wodka. Dafür bekomme ich 3 Stimpacks. Passt doch. Ein weiterer zufrieden machen. Hallo. Ich bin nur hier, um die Ware zu beaufsichtigen. So, Paradise Falls. Und jetzt muss ich aber erstmal gucken. Effekt, Schleichtuch, Strahlenresistenz. Und zwar nach 55. Okay. Wir gehen da noch nicht rein, habe ich gerade entschieden. Einfach weil ich den überreden will, mich reinzulassen und nicht dafür teuer bezahlen will. Jetzt gucken wir erstmal Fort Dunster. Wir müssen uns eh ausruhen, von daher würde ich jetzt Megatron sowieso in Betracht ziehen, erstmal wieder. Und ich muss auf meine Uhr auch immer achten. Hallo. Ach, irgendwas schon aufmachen. Ja, Red Axe. Ja. Guten Abend. Was zu trinken, du Trottel? Sehr wohl. Durst. Sehr wohl. Durstiger. Sehr wohl. Noch viel durstiger. Und ein Leck dabei. Komm. Sehr wohl. Bitte sehr.
So ist das ein braver Roboter. Gib mir viel. Sehr wohl, bitte sehr. Mehr. Ah. Unterhalte mich, los. Zwei Atome in der Kneipe. Sagt das eine, Mist, ich habe ein Elektron verloren. Meint das andere, gibt Schlimmeres. Sieh's positiv. Ah ja. Sehr wohl. Ja, ich bin noch nicht los. Ich benutze sie wohl meinen Müll. Ich glaube, das ist das, was wir haben. Passt das? Das passt, oder? Luzi, was willst du sagen? Passt das? Alter, oh Gott, nein, das war nicht. Das war auch nicht. Auch nicht. Elfenkopf, das ist ganz lustig. Oh, ja, ja. Nee. Nee. Was Neues ausprobieren, ne? Das ist eher Männerhaft, muss ich sagen. Ja, das auch eigentlich. So. Ja. Hast du ausnahmsweise mal gut gemacht, du blöder Roboter. Alles klar. Erstmal ein Spin. Brauchen wir alles nicht. Erstmal eine Waffe. Die bleiben wir alle retten. Vorfahrt. Können wir auch noch was retten? Den Raketen einfach nicht rumnehmen. So, was hab ich denn? Eigentlich will ich nichts mehr. Ich bring gleich die Mitte. Und so. Nö, das ist schon was da. Kleidung. Sonderbare. Siehst du ja, das. Sonderbare Fleisch. Tun wir einlagern. Dann wollen wir mal ein bisschen Waffen. Ja, ich weiß, derzeit die Folge, die letzte und die hier waren so ein bisschen random stuff. Wie es so schon sagt. Aber das muss auch mal sein, ne? So, Waffen wieder zurück. Powerpost, Raketenwerfer. Die bleiben schon hier. Der Wechsel wieder auf die Jagdflinte. Ich muss schon wieder gähnen. Ja, warum? Ich war die ganze Nacht lang wach. Oder fast die ganze Nacht lang wach. Das war nicht so toll. Jetzt bin ich nämlich heute Morgen ein wenig geweckt worden. Oh, das war nicht so angenehm. Naja, aber macht nichts. Wir nehmen jetzt noch etwas auf und das ist schön und das ist gut. Schön, Sie gesund und wohlbehalten. Und dann freut euch und klar. So, unsere Luzi. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Sie auf der Welt. Ich meine.
natürlich. Das aufbereitetes Wasser ist immer gut. Das nehme ich gerne. Egal was es ist, ich hab's nicht. Gibt's irgendwas? Atoms. So, erstmal, wie ist denn unser allgemeiner Status? Ja, wir sind eine World-Legende. Oh, wer will das schon sein? Das ist zu erfahren. Oh, wir haben es ja gar nicht mehr so weit bis zu Lasse die, die in seinem das liebsten gibt's? Land leben. Ja? Jetzt. Was darf denn sein? Wie heißt der Luzi? Ja. Steinigt mich, wenn ich es falsch immer die ganze Zeit gesagt habe. Sie kann mich steinigen, wenn sie unbedingt. Whatever. Und Luzi verlässt Megaton diesmal auf den normalen Weg. Ja. Oh, eine Karawane ist da. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wie wäre es mit einem Handel? Willkommen. Mein Name ist Crow. Ich reise durch das Land und verkaufe Schutzkleidung. Und Sie haben Glück, dass ich Sie rechtzeitig gefunden habe. Ach, tatsächlich habe ich das. Sie sehen wie jemand aus, der gejagt wird. Aber ich darf mit Stolz sagen, dass meine Ware Sie sogar vor den Klauen des Todes persönlich schützen kann. Ah, ja. Vielleicht... Oh, ich müsste zum Molga. Ich will mal wissen, wie viel... Sehen Sie sich um. Vielleicht gefällt Ihnen ja etwas. Der hat auch 3 Stimpacks. Noch was, was ich nicht brauche. Ey, die Waffen behalte ich auf jeden Fall mal. Ja, als wenn ich von meiner Hilfe. Ah, ich muss wieder zurück. Ich muss ja noch zu Walter. Oh je. Nimm mal 2 und ich krieg 1 Kronkorken dafür. Oh, noch ein Vorkriegsbuch. Ah, ich muss so viele Sachen wieder wegbringen. Jetzt geben Sie mir Bescheid, wenn Sie gute. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Right. Definitiv. Sehr schön. Nach Megatron. Als erstes ist Walter dran. Der soll uns noch ein paar Kronkorken ausspucken. Ja, ich saug ihm die Kronkorken so richtig aus der Tasche. Ich weiß, bla bla bla. Ich sollte ihm das umsonst geben, bla bla bla, Karma. Was? Ja. Altmetall. Na sicher. Alles. In Ordnung. Ich muss jetzt gehen. Weil auch ein bisschen EP noch gebracht. Ich hab einfach keinen Bock hier den heiligen Schutzengel oder sowas zu spielen. Dass ich schon so ein gutes Karma habe. Zu gut. Komm her, Moira. Ah, hallo. Bin gerade ein bisschen Ausrüstung reparieren. Weil du kannst das am besten. Ich habe jetzt nur nichts mehr, was ich dir verkaufen kann. Okay, dann würde ich jetzt mal nach Arlington? Ja, nach Arlington. Ich habe ja noch ein Buch, was ich loswerden will. Ja, ich bin aktuell ohne Ziel. Noch immer. Macht aber nichts. Ohne Ziel ist auch in Ordnung. Und es schlägt. Und wir kaufen jetzt noch schnell das Buch und dann muss ich die Folge ja auch schon wieder beenden. Ja, so ziemlich. Und er lädt. Und er lädt. Und er lädt. Und er lädt noch immer. Und man hat was gehört. Die FPS-Zahl bricht zusammen. Aber er hat es geschafft. Er hat gespeichert. Seien Sie willkommen zurück. War Ihre... Ja, ja. Gut, hier ist die Belohnung. Aber bitte mit Bedacht einsetzen. Der steht hier mit einem Trennmesser. Ey, kann ich ihn wieder damit aufhalten?
Der bestens ein Lasergewehr. Ja. Güterbahnhof Moresti. Auch nicht nach Paradise Falls, oder? Ach, wo könnten wir denn, was könnten wir denn mal machen? Wir reisen mal gerade zu Agathas Haus, weil man von da aus eigentlich relativ gut überall hinkommt. Relativ. Erstmal ziehen wir unsere Waffe. Ich bin übrigens immer noch am Aufnehmen, ne? Ich wollte ja eigentlich hier einen Cut setzen. Und... hat sie das Gewehr gezogen. Und dann würde ich sagen, mit einem gezielten Blick hieraus, ja, verabschiede ich mich für diese Folge und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin euer Marcel. Bis denn.